Hallo Freunde des Paranormalen, des Übernatürlichen, des Schönen, des Unerklärlichen. Hier ist Amon, der paranormale Ermittler und Seelenwanderer zwischen den Welten, zwischen der Dunkelwelt, der Zwischenwelt und der Lichtwelt. In bürgerlichen Namen werde ich Andreas gerufen. Wir möchten uns heute wieder mal mit den André beschäftigen, wo wir schon zweimal das Vergnügen hatten, der sich als Satan ausgegeben hat. Wir sind gespannt, ob es der Wahrheit betrifft oder nicht. Wir sind gewaffnet mit verschiedenen Schutzzaubern und Schutzritualen und Schutz wie weißer Weihrauch, Riechholz, Krallen, Kreuz, etc. Um ihn nicht zu provozieren, werde ich hier heute nicht beten. Das Vaterunser, denn das könnte bei den Satan böse Folgen haben, wenn es er denn sein sollte. Wir versuchen erstmal in die Zwischenwelt zu gehen und es ist schon jemand da. Ich merke das an meinen K2 Meter, an der elektronischen, das schlägt wie wahnsinnig aus. Servus. Hallo Zwischenwelt. Hallo Dunkelwelt. Hallo Lichtwelt. Hier ist der paranormale Ermittler und Seelenwanderer zwischen den Welten. Amon genannt. Bekannt in der Zwischenwelt. Ich komme wie immer mit dem größten Respekt, mit dem größten Frieden und mit der Leidenschaft der ganzen Liebe zu euch, um euch eventuell auf den richtigen Weg zu führen. Ist das richtig? Ist das richtig? Ja, ich bin ein Arschloch. Ich rufe hier meine vier Assistenten, Jonas 14, Henning, die gräfliche Hoheit aus Dresden, Joschi, und mein jüngster Assistent, den Max aus Ahrensfelde, Marzahn, Berlin. Ich frage euch heute nicht, nach welchen Namen ich verlange. Ich sage nur einen Namen. Ich suche den André. Ich glaube, der André ist der Hüter und Beschützer und Diener aus der Dunkelwelt. Das ist der Boss oder der Gott der Dunkelwelt. Manche sagen Luzifer, Teufel oder Satan. Ich sage André. Darf ich bitte den André sprechen? Ja. André ist da. Herzlich willkommen, André. Ich bedanke mich für Ihr Erscheinen in der Zwischenwelt. Sie sehen hochherrschaftlich aus, André. Meine vier Assistenten lassen Sie bitte in Frieden. Sie gehören zu mir. Sie stehen unter meinem persönlichen Schutz. Wenn, dann vernichten Sie mich. Wenn Sie Energie brauchen, ziehen Sie Energie. Ja.
Wie ist mein bürgerlicher Name, André? Wie ist mein bürgerlicher Name? Amon oder Andreas? Welche Kinder spielen bei Ihnen heute? Ich höre im Hintergrund Kinder lachen. Was haben Sie da mitzuteilen, André? Sie sind ein Allwissender. Ein Allwissender sind Sie doch. Oder liege ich da falsch? Wie wird das Jahr 2021? Wie wird das Jahr 2021 nach Christi Geburt? Wird es Frieden bleiben? Oder wird es Krieg geben? Wird es Frieden oder Krieg geben? Was ist Fuck? Sie sind stark. Sie sind der Schützer der Dunkelwelt. Was möchten Sie von mir, André? Was möchten Sie? Was soll ich für Sie tun? André, Sie kennen meinen Preis. Wenn Sie diesen akzeptieren, dann kommen wir ins Geschäft. Sie wissen, dass ich vor kaum was Angst habe. Ich bin unerschütterlich in meinen Glauben. Trotzdem ist das hier so wie eine Fremdenlegion.
Der Kunde bezahlt, der Lieferer liefert. Sie haben gesagt, dass ich mit einem Adolf Eichmann sprechen soll. Ich möchte mich darauf noch etwas vorbereiten. Ich möchte vorschlagen, dass wir es morgen tun. Wer soll denn als Nächster besprochen werden? Wer ist noch da? Ist auch ein gewisser Hamann da? Ist auch ein gewisser Hamann da? Mit denen möchte ich gerne am Sonntag sprechen. Den Massenmörder an den Knaben. Vom Alexanderplatz. Wie geht es Ihnen, André? Mir geht's auch gut. Wenn das erste eingetroffen ist, geht's mir noch besser. Sie wissen es. Ich erinnere Sie noch mal an das Versprechen, dass Sie meine Assistenten in Frieden lassen. Dass Sie denen nichts tun. Wenn, dann tun Sie mir etwas und nicht den Ihren Assistenten. Die werden mich bei jedem Gespräch in der Finsterwelt unterstützen und begleiten. Und sie gehen auch immer wieder zurück. Wir werden unser Büro bei Ihnen einrichten. Und uns dieses Jahr mit den finsteren Gestalten der deutschen Geschichte befassen. Damit meine ich Mörder, Politiker und Mörder. A la Kalo, wie die Engelmacherin zum Beispiel. Aus Hamburg. Und so weiter und so weiter. Dass die Menschheit aus einem anderen Blickwinkel ihre Geschichte hören.
Die Menschheit wird sie nicht gut sprechen oder begnadigen oder rehabilitieren. Sie wissen schon, hier freisprechen von ihren Straftaten. Das wird nicht passieren. Dazu waren sie zu blöd. Deshalb sind sie auch in der Lügewelt. Eine Finsterwelt. Sie sind noch nicht in der Feuerwelt. Sehen wir unser Gespräch mal als letzte Chance an. Ihr Leben in der Dunkelwelt weiter zu fristen. Und nicht in die Feuerwelt abzugleiten. André, denken Sie an unser Abmachung. Lassen Sie bitte ein Statement von Herrn Eichmann. Herr Eichmann, wir reden morgen mit Ihnen. Bereiten Sie sich bitte auf dieses Gespräch vor. Es geht A um Ihre private Seite, B um Ihre berufliche Seite und C über das Ende Ihres Lebens. Ihre berufliche Seite, B. A über die private Seite. Und C über Ihr First End. Tod durch den Strang. Das war doch Ihr Ende. Bis dahin verabschiede ich mich mit dem größten Respekt, mit dem größten Frieden trotz der Dunkelheit, mit meiner ganzen Liebe, die ich zur Verfügung habe. Ich schenke Ihnen all meine Liebe. Sie wurden für alles bestraft, was Sie auf Erden getan haben. Wir können jetzt nicht nachtragend sein. Ich nehme Sie wahr als Menschen oder als Seelen jeglicher Art. Ich werde nicht nachtragend sein. Ich werde Ihnen keine Vorwürfe machen. Ich bin nur der Fragende und der Zuhörende. Und jetzt sage ich Tschüss. Okay.